Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu Scrap the Sketch mit Susanne vom Kanal Schnulle und mir. Das ist hier unser Sketch, diesmal wieder von Creative Scrappers. Und ja, ich muss euch schon mal im Voraus sagen, das wird ein Hin- und Her-Schubse auf dem Layout werden in diesem Video. Und auch die Lichtverhältnisse ändern sich so zwischendurch, weil ich habe irgendwie nach der Arbeit angefangen, also irgendwie so gegen 16:30 und dann. Ja, wurde es ein bisschen später und zwischendurch Gassi gehen, pipapo. Und irgendwann muss ich dann die Lichter anmachen im Zimmer. Von daher wird sich das ein bisschen ändern, aber ich hoffe, das stört euch nicht. So, ich habe diese drei Fotos hier. Und zwar waren wir da im Juni schon mal beim Gassi gehen, kurz im Wald und haben geguckt, ob es schon Pilze gibt. Und wir haben tatsächlich schon was gefunden. Ja, wir sind Pilzsammler und wir essen die auch. Also wir sammeln die nicht einfach nur zum Sammeln, sondern wir essen die, weil wir sammeln die, weil wir die essen. Und dann auch wird einiges getrocknet. Das meiste wird getrocknet. Also wir suchen hauptsächlich auch Pilze, die wir trocknen können, damit wir dann einfach über den Winter auch öfter mal in bestimmten Gerichten die Pilze mit reinpacken. Und dann nicht einfach immer nur die normalen, oder wir kaufen normalerweise Bräuchampignons, dass wir die nicht kaufen müssen, sondern mal ein bisschen was anderes haben. Ja, und ich bin hier, wie ihr gesehen habt, durch meine kleine Papierauswahl gegangen, die ich vorher rausgesucht habe, und habe mich mir für ein paar Blätter entschieden, die in die nähere Auswahl kommen. Und dieses, ich würde mal sagen, dunkeltürkise und pinke Papier mit diesen pinken Streifen oder wie auch immer man das nennen möchte, wird mein Hintergrund. Und das oder der Sketch hat ja 9 so Quadrate, aber als ich dieses Papier von One Candle Two gesehen habe, mit diesen drei, wo dann Figure Number 1, 2, 3 draufsteht, mit den Blättern, Blümchen und mit der Nuss, mit der Haselnuss, dann habe ich mich entschieden, dass ich nicht alle quadratisch machen werde, sondern nur 6, und die anderen drei werden die Größe behalten, weil ich hatte erst überlegt, ob ich sie zurechtschneide, aber das hätte einfach nicht gepasst, das hätte nicht gut ausgesehen. Und deswegen dachte ich mir auch, okay, dann wird es halt nicht alles quadratisch, sondern auch was ein bisschen, kommen auch drei rechteckige Elemente dazu. Und ja, hier, weil ich meine Fotos immer auf dem Canon-Selfie ausdrucke und die dann ohne weißen Rand rausbekomme, und ich das aber lieber mag, wenn die einen weißen Rand haben, nehme ich ganz einfaches, schnödes Kopierpapier, also aus meinem Drucker, und hinterlege die dann auf dem weißen Papier, einfach damit sie einen Rand bekommen. Man könnte es auch mit Cardstock machen, aber mir ist Cardstock einfach zu teuer und im Album fällt es nicht auf. Also wenn ihr da ein bisschen sparen wollt, dann denke ich, ist das eine gute Idee, weil Cardstock ist einfach ein bisschen preiswerter, ist natürlich auch dicker, aber auf dem Layout, wie gesagt, wenn es dann in der Hülle ist, es fällt keinem auf, ob das jetzt weißer Cardstock war oder ob das weißes Kopierpapier war. Also deswegen, ich nehme immer weißes Kopierpapier, um meine Bilder zu hinterlegen. Und ja, jetzt habe ich hier noch zwei Papiere rausgesucht. Das weiße mit dem schwarzen Blümchen ist Crepe Paper. Und das graue hier mit den Dreiecken, ich glaube, es ist Ali Studio oder wie das heißt. Ach Gott, ich kann mir viele Markennamen einfach mal nicht merken. So, und ich dachte, die nehme ich jetzt als Hintergrund für die anderen oder für die übrig gebliebenen Quadrate. Und macht es so ein bisschen einheitlich. Und jetzt geht's los. Ey, das hat echt ewig gedauert, mich dazu entscheiden. Und es war ein halber Krampf und es hat wirklich gedauert. Und ich habe es drin gelassen. Also ich habe jetzt natürlich hier ein bisschen schneller geschnitten. Aber es hat wirklich, ich sag's euch, bestimmt 10 Minuten habe ich da rumgeschubst, wo ich was haben werde. Am Ende sieht es wieder anders aus und ich bin hier nicht so ganz zufrieden mit dem Papier. Das ist mit irgendwie, ich hätte gerne ein bisschen mehr Farbe, weil diese Karte, wo dann Figure Number 1 steht mit den gelben Blümchen, ich mag ab und zu gerne mal ein bisschen so einen Hauch von Farbe auch mit drauf. Also nicht, dass es zu, ich nenne es jetzt einfach mal neutral. In dem Moment hier sieht es noch recht neutral aus durch das Grau und das Weiß. Und ich bin jetzt hier so ein bisschen, ah, nee. Und jetzt nehme ich hier gerade zwei Papiere weg. Und eins davon fällt mir auf, hat so Cut-Aparts mit Farbe drin von Crepe Paper Good Vibes. Und da ist ein gelbes mit dabei. Und das nehme ich jetzt raus.
und schneide es zurecht. Und ja, das wird dann ein Hintergrund. Und dann gibt es noch ein Papier auf dem Kreidepart-Sheet, was relativ bunt ist. Und dieses hier oben, wo auch ein Spruch drin ist. Ich nehme diese Kreideparts selten wirklich als das, was sie da gedruckt sind. Also entweder klebe ich was drauf und nutze es als Layer oder ich schneide mir irgendwas aus. Aber selten benutze ich das so, wie es dort auf dem 12x12 Papier eigentlich ist. So, jetzt habe ich mich hier für dieses gelbe Hintergrundpapier entschieden und dieses buntere. Und jupp, jetzt geht es weiter hin und her, geschubse auf dem Layout. Und ich hätte gern noch ein drittes, etwas farbigeres Papier gehabt für unten, für das dritte Foto. Aber irgendwie finde ich kein richtiges und ich gehe jetzt, ich bin hier auch gerade weg, weil ich nämlich dadurch meine Scrap-Tüte gucke, ob ich denn nicht noch ein Papier finde, was dazu gehört. Und jetzt nehme ich das Papier nochmal, aber diese Tags unten, die waren leider ein bisschen schmaler, das hätte nicht gepasst. Jetzt wechsle ich noch die Fotos und dann gucke ich noch, ach so, hier dieses, das habt ihr gesehen, dass ich das ausgeschnitten habe vorhin, aber weil da wollte ich eigentlich sozusagen das Datum drauf markieren, weil ich es gerne mal integriere. Aber es hat einfach von der Größe nicht gepasst. Ich habe es zwar richtig zugeschnitten. Hier gucke ich nochmal nach einem anderen farbigen Papier. Aber ach, dieses extrem pinke ist dann auch nicht meins. Und jupp. Also verabschiede ich mich von diesen ganzen Ideen. Irgendwann muss man auch einfach mal loslassen und weitermachen, weil sonst hängt man da echt stundenlang vor so einem Layout. Deswegen, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich weitermachen soll. Also gehe ich mal zu den Embellishments über. Und hier habe ich auch von einer älteren Kollektion von Crate Paper, Chasing Dreams war das, glaube ich. Und da habe ich so ein paar Chipboard-Teile mir rausgesucht, diese Schmetterlinge. Und weil die ja auch hinten dieses Klebeschicht haben, jetzt bin ich auch schon fertig. Ich habe jetzt mal geschnitten, weil das hat echt lange gedauert. Und als kleiner Tipp, ich komme gleich weiter, wieder zurück zu den Chipboard-Stickern, aber als kleiner Tipp, ich hatte das dann so hingelegt und ich wusste, so möchte ich das gerne haben. Und ich habe dann mit meinem Handy ein kurzes Foto geschossen, einfach damit ich das als Referenz dann habe und nicht wieder überlegen muss, wie lag das alles. Und ich dachte, es sieht schöner aus, wenn ich noch einen weißen Hintergrund drauflege. Und ja, ich hätte dieses weiße Papier, das ja, da hätte ich auch meine Fotos mit metten können, aber also hinterlegen können, weil das hätte ich aus der Mitte ausschneiden können, aber an dem Moment am Anfang dachte ich nicht, dass ich das weiß hinterlegen werde. Darum kam es erst später dazu. Und ja, es ist hier weißer Cardstock von American Craft, der mit der Struktur. Für mich persönlich ist es nicht so schade, wenn ich das nehme, weil ich finde den okay, aber ich finde ihn jetzt auch nicht so super precious, dass ich sage, oh, ich muss davon jeden Schnippel irgendwie aufheben. Und ja, deswegen habe ich da auch nichts aus der Mitte ausgeschnitten. So, jetzt einfach meine Fotos auf dem Hintergrund und mit doppelseitigem Klebeband. Sagt man doppelseitiges Klebeband? Ja. Entschuldigung, es ist morgen und ich bin noch nicht so ganz fit. Das mache ich auch alles irgendwie so mit dem Augenmaß. Ich gucke da nicht irgendwie, messe das ab, ob die Fotos sehr mittig sind oder pipapo. Naja, jedenfalls habe ich jetzt hier auch noch diese Chipboard-Sticker und bei denen habe ich das auch gemacht. Wenn ich Chipboard-Sticker benutze und ich weiß nicht ganz genau, wo sie hin sollen, dann mache ich immer, ziehe ich diese Klebefolie von hinten ab, sodass sie keine Klebefolie mehr haben und ich wirklich Zeit habe, das in Ruhe auch zu positionieren und mir das vorzustellen, wie das am Ende liegen wird. Ja, ich muss dann am Ende nochmal doppelseitiges Klebeband aufbringen oder man könnte auch Flüssigkleber nehmen. Ich tue mich echt schwer mit Flüssigkleber, weil ich habe dafür kein gutes Händchen, damit sauber zu arbeiten und deswegen nehme ich auch dieses doppelseitige Klebeband, auch wenn das jetzt ökologisch nicht das Beste ist. So, und ja, aber das ist so mein kleiner Tipp, wenn ihr da ein bisschen auch entspannter sein wollt, macht einfach die Klebefolie von hinten, von den Chipboard-Teilen ab und dann könnt ihr das da hinlegen und wiederum schubsen, so wie ich das mache und ja, es stört halt nicht. Und am Ende klebt man halt einfach Flüssigkleber oder so wieder drauf. So, jetzt hinterlege ich alle Teile mit Foam Tape. Hier habe ich noch so günstiges vom Action, aber das geht mir dann aus.
Das, ja, hier, jetzt hat es noch gerade so gereicht. Und dann die quadratischen Teile, da habe ich so andere Foam-Sticker, die ich dahinter lege. Und dann wird das einfach arrangiert in so einem Grid. Und ich achte einfach darauf, dass einfach das Außen, das ist außen praktisch ein, wie so fast ein Quadrat werden würde, wie das auf dem Sketch ist. Weil ich habe ja auch diese rechteckigen Teile dabei. Also das lege ich einfach so, dass es passt. Das ist immer oben, unten an den Seiten abschließt miteinander alle drei Teile. Und dann klebe ich die jetzt einfach auf. Und damit war die größte Arbeit auch schon geschafft. Und als ich das dann fertig hatte mit dem Aufkleben, oder kurz bevor ich fertig war, kam auch schon Nils und meinte, ja, komm, lass uns doch rausgehen, weil wir gehen ja abends immer eine längere Runde und es war soweit. Und deswegen kommt jetzt hier mein Schreibtischlicht zum Einsatz, was nicht optimal ist, aber es ist okay. Und jetzt klebe ich die letzten Teile auf. Diese White and Free und unten dieses runde Chipboard-Teil ist von Dear Lizzie. Oh, frag mich nicht, welche Kollektion, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Aber jetzt klebe ich einfach die ganzen restlichen Chipboard-Teile auf, also diesen Spruch hier in der Mitte und die zwei Schmetterlinge. Und da, wo es dann, dadurch, dass die Quadrate und Rechtecke natürlich schon auf Foam-Tape sind, muss ich bestimmte Bereiche von den Schmetterlingen und so auch ein bisschen auf Foam-Tape, also mit Foam-Tape hinterlegen, damit es einfach den gleichen Abstand hat. Ich mag das mit dem Foam-Tape auch ganz gerne, einfach weil das noch so ein bisschen Schatten wirft und ein bisschen mehr Dimension aufs Layout bringt. Ja, also jetzt wird einfach hier die Schmetterlinge aufgeklebt. Ich bin echt zufrieden mit dem Layout. Ich habe mich echt gefreut am Ende, dass ich das noch so gut hinbekommen habe. Oder was heißt gut hinbekommen habe, aber ja, dass es mir gefällt. Und auch wenn es recht bunt ist und vielleicht die Fotos jetzt nicht so mega im Vordergrund stehen, dadurch, dass so viel noch los ist auf dem Layout, aber es gefällt mir. Ja, das Journaling in der Mitte habe ich auch einfach auf eine Project Life Karte, ich muss das dreimal schreiben, Project Life Karte geschrieben und mit aufgeklebt. Jetzt gucke ich nochmal mit dem Sketch, ob das dann okay ist. Habe mich relativ gut daran gehalten. Und ja. Das war's. Ich hoffe, ihr guckt bei Susanne. Der Kanal heißt Schnullo. Ich verlinke euch den unten unbedingt vorbei, was sie denn gezaubert hat mit diesem schönen Sketch. Und dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ihr könnt euch uns gerne auch Kommentar hinterlassen. Oder wenn ihr mal einen Sketch habt, den ihr gerne gestrappt sehen wollt, können wir das auch gerne machen. Kein Problem. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bis bald. Tschüss.